Bluetooth-Boxen werden immer für unterwegs beworben. Beim Sport, mit Freunden im Park oder auf Partys. Aber sind wir mal ganz ehrlich, wo nutzen wir die wirklich am meisten? An unserem Lieblingsort, zu Hause. Die neue LG Xboom 360 DX02T hat zwar einen komplizierten Namen, möchte dir aber zu Hause möglichst unkompliziert Gesellschaft leisten. Dazu bringt sie 360-Grad-Klang, Ambiente-Licht und ein besonderes Design mit. Ob sie damit überzeugen kann, das sage ich dir jetzt. Das Wichtigste zuerst, kann sie klanglich überzeugen? Zu Hause höre ich gerne Podcasts, also habe ich den Klangtest auch damit gestartet und ich war angenehm überrascht. Die Stimmen klingen sehr natürlich und dabei halten sich die tiefen Frequenzen angenehm zurück. Der Klang verteilt sich wirklich gut im Raum und die Stimmen bleiben dabei klar. Wenn du nach dem Podcast direkt Musik einschaltest, wartet aber eine Enttäuschung auf dich. Denn der Sound klingt unfassbar dünn. Ein Blick in die Equalizer-Einstellung verrät aber, dass zum Musikhören der Soundboost-Modus genutzt werden soll und der Standardmodus halt echt nur für Podcasts gedacht ist. Ist eine weirde Entscheidung, aber okay. Schnell den Modus gewechselt und schon klingt es ganz anders. Plötzlich ist doch Bass hörbar. Der könnte zwar auch so immer noch etwas kräftiger sein und die Mitten etwas präsenter, aber insgesamt wird hier ein dichter Klang geboten, der besonders in den Höhen gut performen kann. Überrascht hat auch für diese Größe hohe Maximallautstärke. Voll aufgedreht verzehrt die DX02T kaum und gibt also im Kampf gegen die Nachbarn nicht so schnell klein bei. Schwächen zeigt sie klanglich, wenn im Song viel los ist. Dann kann gerade im Mitten- und Tieftonbereich mal etwas untergehen. Designtechnisch fällt vor allem die aufrechtstehende kegelförmige Form auf und sieht dadurch ein bisschen aus wie so eine Laterne. Das ist aber nicht nur ein rein optisches Feature, sondern auch praktisch begründet. Der Hochtöner, der liegt hier oben frei und wirft den Klang nach oben, wo dieser von dem darüberliegenden PVC-Kegel im Raum verteilt wird. Insgesamt ist der Lautsprecher 20 cm hoch und 12 cm breit und lässt sich dadurch eigentlich ziemlich leicht im Raum platzieren. Auf der Oberseite findest du die Bedientasten, die aber nur bei eingeschalteter Box sichtbar sind. Hier findest du alle gängigen Bedienelemente. Die Lichtshow-Taste führt dabei aber ein Doppelleben und lässt sich auch als Preset-Taste für deine Playlist nutzen. Das ist zwar nett, aber mehr auch nicht. Zum Lautsprecher gibt es wie mittlerweile üblich auch eine App, die sich aufgeräumt präsentiert. Eine kleine Anzeige informiert dich hier über den Akkustand und sonst findest du hier auch einen Equalizer, Beleuchtungseinstellungen und mit Xboom Labor eine Art Beta-Bereich, in dem LG neue Funktionen testet. Aktuell findest du hier Ambient-Funktion und Heilungstherapie einstellen. Beim zweiten kann man zwischen verschiedenen beruhigenden Klängen und Lichteinstellungen auswählen, die Stress abbauen sollen. Zusammen mit dem Sleep Timer kannst du das auch zum Einschlafen nutzen. Denn dabei werden auch die Lichter immer weiter gedimmt. Insgesamt wurden sich bei LG wirklich ein paar Gedanken über die Einstellungsmöglichkeiten der Beleuchtung gemacht, sodass diese nicht nur wie ein reines Gimmick wirken. Der LG Xboom 360 DX02T sieht nicht nur ganz nett aus, sondern kann auch mit durchdachten Ambient-Features überzeugen. Klanglich erreicht sie auch dein ganzes Zimmer, wobei sie zwar kleine Schwächen offenbart, aber bei Podcasts besonders auftrumpfen kann. Für das Gesamtpaket und den aktuellen Preis von 180 € sprechen wir eine Empfehlung aus. Wenn dir aber nur der Klang wichtig ist, gibt es in der Preisklasse bessere Optionen. Und falls dich Partyboxen interessieren, dann schau doch mal hier rein.